Nach diesem Video sollst du Dezimalbrüche verstanden haben. Also, was ist ein Dezimalbruch? Wie rechne ich mit Dezimalbrüchen? Also Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Grundrechenarten und Dezimalbrüche erweitern und kürzen. Das gibt's hier. Los geht's! Ja, ein Dezimalbruch. Zunächst mal ganz kurz zu dem Begriff. Ein Dezimalbruch, anderes Wort dafür ist Zehnerbruch. Zehnerbruch. So, was ist ein Dezimalbruch oder ein Zehnerbruch? Nun, das ist ein Bruch mit 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner. Also 10, 100, 1000, 10.000 und so weiter. Das ist ein Zehnerbruch. Womit das einige verwechseln, ist eine Dezimalzahl. Also zum Beispiel 2,53, das ist eine Dezimalzahl oder 4,98. Dezimalbruch ist ein Bruch mit 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner. Und das hier hinten, das sind Kommazahlen oder Dezimalzahlen. So, wie kann man jetzt Dezimalbrüche addieren? Fangen wir mal einfach an. Sagen wir mal 3 Zehntel plus 5 Zehntel. 3 Zehntel plus 5 Zehntel. Wir haben hier einen gleichen Nenner, und zwar 10. Daher können wir auch gleich den Nenner 10 im Ergebnis haben. Also 10 im Nenner, 10 im Nenner bedeutet auch im Ergebnis Nenner 10. Und im Zähler 3 plus 5 ist 8. Machen wir mal ein etwas schwierigeres Beispiel. 3 Zehntel plus 43 Hundertstel. So, beides Dezimalbrüche, denn es gibt 10, 100 oder ja, möglich wären auch 1000, 10.000, 100.000 und so weiter. Wie rechnet man das Ganze aus? Nun, hier sind die Nenner verschieden, also einmal 10, einmal 100. Wir brauchen beide Brüche auf dem gleichen Nenner. Das ist hier relativ einfach. Wir können einfach beim ersten Zähler mit 10 erweitern, um auf 100 im Nenner zu kommen. Mit 10 erweitert bedeutet im Zähler mit 10 multiplizieren und im Nenner mit 10 multiplizieren. Also Zähler mit 10 multiplizieren, 3 mal 10 ist 30. Und 10 mit 10 multipliziert, 10 mal 10 ist 100. Also 3 Zehntel ist dasselbe wie 30 Hundertstel plus 43 Hundertstel. 43 Hundertstel. So, wir haben jetzt 100 hier im Nenner. 100 hier im Nenner bedeutet Ergebnisnenner auch 100. Und im Zähler 30 plus 43 ist 73. Das Ganze kann auch ein bisschen schwieriger noch werden. Nehmen wir mal an, 2 Fünftel plus 4 Zwanzigstel. Das sind jetzt Brüche, allerdings keine Dezimalbrüche, denn wir haben ja nicht 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner, sondern eben 5 und 20. Also müssen wir das erst einmal auf Dezimalbrüche umrechnen. 2 Fünftel, nun, wir könnten hier auf 10 im Nenner gehen. Also den ersten Bruch auf 10 im Nenner bringen. Wie komme ich von 5 auf 10? Indem ich mal 2 rechne. 5 mal 2 ist 10. Mal 2 mache ich jetzt auch im Zähler. 2 mal, naja, 2 eben ist 4. 2 Fünftel erweitert ist 4 Zehntel. Plus 4 Zwanzigstel. Jetzt wäre es ideal, den zweiten Bruch auch auf 10 im Nenner zu bekommen, weil da könnten wir einfach weiterrechnen. Wie mache ich das? Nun, indem ich durch 2 teile. 20 durch 2 ergibt 10. So, ich habe im Nenner durch 2 geteilt, mache ich auch im Zähler. 4 durch 2 ist 2. Also 4 Zwanzigstel wird zu 2 Zehntel. Und jetzt, wir haben in beiden Fällen jetzt eine 10 im Nenner, also beides sind jetzt Dezimalbrüche. Also auch 10 im Ergebnisnenner und 4 plus 2 ist 6 im Zähler. So, fangen wir mal mit einem einfachen Beispiel an. 5 Zehntel
minus 3/10. So, das sind beides hier Dezimalbrüche, da 10 im Nenner steht. Wie gesagt, wenn 10, 100, 1000, 10.000 und so weiter im Nenner steht, ist es ein Dezimalbruch. Die Nenner sind hier gleich, also hier 10 und hier 10, daher auch der Ergebnisnenner ebenfalls 10. So, und im Zähler 5 minus 3, naja, das ist 2. 2 Zehntel könnte man jetzt noch kürzen, allerdings dann ist es ja kein Dezimalbruch mehr. Also lasse ich die 2 Zehntel einfach mal stehen. Nächstes Beispiel. Nehmen wir 2 Hundertstel, oder nehmen, machen wir 20 Hundertstel minus 5 Zehntel. Beides sind Dezimalbrüche, da 100 oder 10 im Nenner vorkommen. Die Nenner sind hier allerdings verschieden und um Brüche subtrahieren zu dürfen, brauchen wir gleiche Nenner. Wie machen wir das? Nun, hier ist es zum Beispiel relativ einfach, den zweiten Bruch auf 100 im Nenner zu bringen. Also den ersten lassen wir stehen, 20 Hundertstel minus. Zweiter Bruch auf 100 im Nenner bringen bedeutet mit 100 mit 10 multiplizieren. 10 mal 10 ist 100. Also hier mit 10 multipliziert mache ich auch im Zähler. 5 mal 10 ist 50. Ist gleich. So, zwei Dezimalbrüche haben wir jetzt hier mit beide 100 im Nenner. So, also 100 im Nenner. 100 im Nenner bedeutet im Ergebnisnenner auch 100. Und im Zähler 20 minus 50 ergibt minus 30. Noch ein Beispiel. Nehmen wir mal 4 Fünftel minus 10 Zwanzigstel. So, das sind keine Dezimalbrüche. 5 und 20 haben wir als Nenner, das sind also keine Dezimalbrüche. Wir wandeln diese jetzt mal kurz in Dezimalbrüche um. Was hier relativ einfach geht, ist beide Nenner auf 10 zu bringen. Also den hier auf 10 und den hier auf 10. Also den ersten Bruch auf 10 im Nenner, den zweiten Bruch auf 10 im Nenner. So, wie kriege ich diesen Bruch auf 10 im Nenner? Indem ich mit 2 multipliziere. 5 mal 2 ist 10. Also auch mal 2 im Zähler. 4 mal 2 ist 8. So, das nennt man jetzt einen Bruch erweitern auf jetzt 10 im Nenner. Und hier wollen wir auch auf 10 im Nenner, also aus der 20 eine 10 machen, bedeutet durch 2 teilen. 20 durch 2 ist 10. Zähler durch 2, 10 durch 2 ist 5. Also 5 Zehntel. Das war jetzt ein Bruch gekürzt. So, jetzt haben wir 8 Zehntel minus 5 Zehntel. Das sind Dezimalbrüche. 10 im Nenner, 10 im Nenner. Und können wir ausrechnen. Hier 10 im Nenner, hier 10 im Nenner bedeutet im Ergebnisnenner auch 10. Und im Zähler 8 minus 5 ist 3. Also 3 Zehntel. So, also Dezimalbrüche. Also ein Dezimalbruch wird in der Mathematik auch als Zehnerbruch bezeichnet. Zehnerbruch. Also ein Dezimalbruch ist ein Zehnerbruch. Warum? Nun, das ist ein Bruch mit 10, 100, 1000, 10.000 und so weiter im Nenner. Machen wir damit auch gleich mal ein Beispiel zum Multiplizieren von Dezimalbrüchen. Und zwar 5 Zehntel mal 2 Hundertstel. Also das ist ein Dezimalbruch, da 10 im Nenner steht. Das ist ein Dezimalbruch, da 100 im Nenner steht. Also im Nenner muss 10, 100, 1000 und so weiter stehen. Dann ist es ein Dezimalbruch. Womit das viele verwechseln, ist eine Dezimalzahl. 2,53, 1,42, das sind Dezimalzahlen oder auch Kommazahlen. So, Dezimalbrüche multiplizieren, 5 Zehntel mal 2 Zehntel. Wie geht das? Nun, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. 5 mal 2 im Zähler ist 10. Und 10 mal 100, also 1 mal 1 ist 1.
Und wir haben 1, 2, 3 Nullen. 1, 2, 3 Nullen. Also 10 Tausendstel. Kann man noch kürzen, wenn man will. In Zähler und Nenner eine Null streichen. Das ist dann ein Hundertstel. So, nächstes Beispiel. Nehmen wir mal 25 Zehntel mal 2 Zehntel. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. 25 mal 2 ist 50 und 10 mal 10 im Nenner ist 100. Auch hier, wer mag, kann auch kürzen. Eine Null in Zähler und Nenner streichen ist 5 Zehntel. Auch das ist ein Dezimalbruch. Könnte man weiter kürzen. Wenn ich allerdings jetzt weiter kürze, habe ich keinen Dezimalbruch mehr, also keinen Zehnerbruch mehr. Also lasse ich es mal hierbei, also 5 Zehntel. So, also ein Dezimalbruch ist ein Zehnerbruch. Dezimal ist ein Zehnerbruch. Also was ist ein Zehnerbruch? Das ist ein Bruch, wo im Nenner eine 10, eine 100, eine 1000 und so weiter steht. Was jetzt einige unter Dezimalbrüche verstehen, sind eigentlich Dezimalzahlen. Also 2,43, 1,25. Das sind Dezimalzahlen oder etwas umgangssprachlicher Kommazahlen. Aber Dezimalbrüche sind eigentlich das hier. So, und wie kann man die dividieren? Naja, nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben 5 Zehntel durch 4 Hundertstel. Also das ist ein Dezimalbruch, da 10 im Nenner. Das ist ein Dezimalbruch, da 100 im Nenner. Und ja, wie rechnet man das Ganze aus? Also Dezimalbrüche dividieren. Nun, den ersten Bruch lassen wir stehen. 5 Zehntel. Aus dem Geteilzeichen machen wir ein Malzeichen. Mal. Und damit wir das machen dürfen, müssen wir beim zweiten Bruch Zähler und Nenner vertauschen. Also aus 4 Hundertstel wird 100 Viertel. 100 Viertel. So, 5 Zehntel mal 100 durch 4. So, und jetzt haben wir eine Multiplikation von zwei Brüchen. Und hier gilt Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Also 5 mal 100 ist 500. 500 durch 10 mal 4 ist 400. Also 5 mal 100 ist 500 im Zähler und 10 mal 4, Quatsch, ist einfach nur 40. 40 im Nenner. So, kann man noch kürzen, wenn man möchte. Man kann hier Zähler und Nenner durch 10 teilen, ist dann 50 Viertel. Kann man nochmal kürzen. Man kann Zähler und Nenner noch durch 2 teilen, sind 25 halber. So, Dezimalbrüche erweitern. Erster Punkt, was ist ein Dezimalbruch und was ist kein Dezimalbruch? Das wird in der Mathematik immer mal wieder durcheinander gewürfelt, auch im Matheunterricht. Also das hier, 5,3 minus 2,4, das sind Dezimalzahlen, Kommazahlen. Dezimalbrüche sind Brüche, Zähler, Nenner, bei denen es 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner gibt. So, und bei Dezimalbrüchen jetzt, also wo es 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner gibt, geht es jetzt darum, diese zu erweitern. Kann man auf zwei Arten und Weisen verstehen. Entweder wir haben einen Dezimalbruch, wie in den ersten beiden Beispielen, und erweitern diese. Und zwar so, dass es keine Dezimalbrüche mehr sind. Oder wir haben keine Dezimalbrüche, also wo nicht 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner steht, sondern 5, 20, irgendwas anderes. Und diese Brüche erweitern wir, damit wir Dezimalbrüche bekommen. Beides zeige ich dir hier und jetzt. Also 2 Zehntel ist ein Dezimalbruch, da 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner steht. Und den erweitern wir. Erweitern bedeutet, Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl zu multiplizieren. So, was machen wir? Wir erweitern zum Beispiel mal mit 5. Also, Zähler mal 5, Nenner mal 5.
2 mal 5 im Zähler, 10 mal 5 im Nenner. 2 mal 5 ist 10, 10 mal 5 ist 50. Das ist auch ein Bruch, aber kein Dezimalbruch. 33 Hundertstel. Erweitern wir mal, sagen wir mal, mit 2. Also Zähler mal 2, Nenner mal 2. So, 33 mal 2 im Zähler ist 66. 100 mal 2 ist 200 im Nenner. 66 Zweihundertstel. Kein Dezimalbruch, da keine 10, 100, 1000, 10.000 und so weiter im Nenner steht. So, jetzt haben wir bestehende Dezimalbrüche erweitert. Bestehende Dezimalbrüche erweitert. Jetzt machen wir das Spiel umgekehrt. Wir haben einen Bruch, der allerdings kein Dezimalbruch ist, und machen einen Dezimalbruch daraus. 2 Fünftel. So, wir brauchen 10, 100 oder 1000 im Nenner. 10 bietet sich an. So, jetzt erweitere ich den Bruch so, dass ich auf 10 im Nenner komme. Erreiche ich, indem ich mal 2 rechne. Also Zähler mal 2, Nenner mal 2. 2 mal 2 im Zähler ist 4. 5 mal 2 im Nenner ist 10. Also 4 Zehntel. Das ist jetzt wieder ein Dezimalbruch. Selbes Spiel hier, 5 Zwanzigstel. Ich will auf 10, 100, 1000 und so weiter im Nenner kommen. Hier würde sich zum Beispiel 100 anbieten. Also, um auf 100 im Nenner zu kommen, muss ich mit 5 multiplizieren. Also 5 mal 5 im Zähler, 20 mal 5 im Nenner. 5 mal 5 im Zähler ist 25, 20 mal 5 im Nenner ist 100. So, also 5 Zwanzigstel erweitert auf 25 Hundertstel und naja, das ist auch wieder ein Dezimalbruch. So, erstmal ganz kurz, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Sagen wir mal 2,31 und minus 4,5. Das hier sind Dezimalzahlen bzw. Kommazahlen. Wenn ich von Dezimalbrüchen spreche, meine ich einen Bruch. Naja, Dezimal ist 10, also ein Bruch, bei dem 10, 100, 1000, 10.000 und so weiter im Nenner steht. Also Dezimalzahl, Dezimalbruch. So, jetzt wollen wir kürzen. Also wir haben Dezimalbrüche gegeben und wollen diese kürzen. So, 5 Zehntel. Hier kann ich Zähler und Nenner durch 5 teilen. Also 5 durch 5 und 10 durch 5. Zähler durch 5, Nenner durch 5. 5 durch 5 ist 1 und 10 durch 5 ist 2. Also aus 5 Zehntel habe ich gekürzt 1/2. 8 Hundertstel. 8 Hundertstel, auch ein Dezimalbruch, da eine Zehnerpotenz im Nenner steht, also 10, 100, 1000 und so weiter. Auch diesen Bruch kann ich kürzen. Hier kann ich Zähler und Nenner durch 4 teilen. Also 8 durch 4, 100 durch 4. 8 durch 4 ist 2 und 100 durch 4 ist 25. Also aus 8 Hundertstel kürze ich 2 25stel machen. Zähler durch 4, Nenner durch 4. So, jetzt haben wir noch zwei Brüche, die keine Dezimalbrüche sind. Also 200 im Nenner oder 40 im Nenner, das ist kein Dezimalbruch. Allerdings kann ich jetzt durch Kürzen hieraus Dezimalbrüche machen. So, ich könnte zum Beispiel aus den 200 hier 100 machen. 100, 100. Wie erreiche ich das? Nun, ich kann die 200 durch 2 teilen. Also ich schreibe es nochmal ausführlich hin. Also das hier weg. Wenn ich 200 durch 2 teile, dann komme ich auf 100. Und wenn ich den Nenner durch 2 teile, mache ich das auch im Zähler. 24 durch 2. 24 durch 2 ist 12. 200 durch 2 ist 100. Also 24 Zweihundertstel gekürzt auf 12 Hundertstel. Und das ist ein Dezimalbruch, da 100 im Nenner steht. Selbes Spiel hier unten, 48 Vierzigstel, da könnte ich zum Beispiel auf 10 kürzen. Um auf 10 zu kommen, muss ich durch 4 teilen. Also die 40 im Nenner muss ich durch 4 teilen, dann bin ich auf 10. Mache ich auch im Zähler. 48 durch 4. Zähler durch 4, Nenner durch 4. So, erreiche ich im Nenner 40 durch 4 ist 10.
Und im Zähler 48 durch 4, also 8 mehr. 8 durch 4 sind 2, also 12. 12 Zehntel. Ich habe also 48 Vierzigstel auf 12 Zehntel gekürzt und damit einen Zehnerbruch generiert, also einen Dezimalbruch. Dezimalbrüche und Dezimalzahlen gehören zum Alltag im Mathematikunterricht. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, du noch mehr lernen möchtest, dann schau mal hier in die Endcard rein, dort werde ich dir weitere passende Videos verlinken. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.